Oh man, it's not gonna look good. Get it! You! Ist das ein Hai? Ist das ein Haispitze? Oh mein Gott! Peace, Leute, was geht ab? Willkommen auf den Malediven! Yeah! Leute, wir sind hier auf den Malediven jetzt schon seit über einer Woche, ne? Über einer Woche. Doch, man sieht's, wir sind dieser Woche schon braun geworden, ne? Leute, wir sind sehr spät dran zum Frühstück. Ich würde sagen, alles andere kommt gleich. Ja. Heute gibt's einen Vlog, einen kleinen Vlog. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken, ne? Ja, Mann. Hauen wir uns erstmal den Bauch voll und dann geht's weiter. Let's go! So, Leute, heute mal alles an den Tisch haben wir geholt. Es fehlt an nichts Süßes, Festes. Ja, Mann. Hier von diesem Buffet dort. Genau, alles am Start. Ja, Mann, das hier ist immer unser Stammfrühstück mit zwei Omelettes. Richtiges. Bisschen Obst. Bisschen Süßkram, Leute, im Urlaub wird immer gecheatet hier. Jetzt so nach einer Woche kann man sagen, wir haben das perfekte Frühstück für uns gefunden. Ja, wir haben echt das perfekte für uns gefunden. Auch ein bisschen Müsli. Safe. Auf clean, pseudo clean. Ja. Cappuccinos, ihr wisst. Der Xiaomi ist am Start. Hau rein, Alter. Ich würde sagen, komm hier weg. Komm, ein Biss muss für die Kamera. Ja, Mann, wir gönnen uns und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Leute, check das ab. Ist das hier nicht schon ein Traum? Wir gehen jetzt zu unserer Lieblingsecke hier auf der Insel. Wird nochmal nur mal heftiger. Ja, Mann. Muss man schnappen. Du? Wow. Ey, da guck mal einmal nicht. Ey, muss aufpassen. Sonst wäre er da hinten jetzt. Aber hier, guck mal, wie schön das hier schon aussieht. Ohne Witz ist doch das, was man immer so im Reisekatalog sieht. Wenn man Traumurlaub hört, denkt man an sowas eigentlich. Hier, guck mal, diese 10 Meter langen Palmen. Diese Palme und dieses Wasser da hinten, da ist komplett türkisklar. Krasse Ecke. So eine ganze Fläche, ja, Mann. Das war so unreal, da zu sein. Ja. Ja, Mann, hier ist die Ecke, die Bilderbuchecke. Mit dieser Palme hier. Das ist hier unsere Lieblingsecke, Alter. Ja, Mann. Hier schlagen wir unser Camp auf. Dann gehen wir erstmal ins Wasser, Alter. Mit der GoPro dann. Und wir haben da hinten irgendwie so einen toten Fisch oder toten Hai einmal gesehen. Gucken. Ja, Mann, ob das da immer noch ist, Alter. Ist irgendwas Totes oder ein Köder oder so, Alter. Okay, wir machen jetzt Poolaufnahme, wie wir reingehen. Ja. Oh mein Gott, Alter. Guck dir das an hier. Leute, zu krass. Und wir müssen auf diese Liege da, diese einsame Liege. Leute, das ist so eine Liege, die ist einfach mitten im Meer. Da müssen wir auch heute drauf. Stell dir vor, hier kommt jetzt einfach ein Hai. Wir sind einfach mitten im Indischen Ozean. Kann jedes Tier rumschwimmen, theoretisch. Leute, hier war die Tage irgendwie so ein toter Fisch oder so. Wir wollten den jetzt eigentlich abchecken, aber der ist weg. Vielleicht wurde der weggeräumt. Ich weiß gar nicht, ob man es hört gerade. Da hinten ist so eine Hütte, da kann man ein bisschen baumeln. Hä? Wer ist denn da? Was geht denn hier? Bist ein Einheimischer hier geworden oder was? In einer Raspel hier, Alter. Was ist das? Ding? Bisschen abhängig oder was? Leute, fetten Daumen hoch, wer jetzt auch gerne hier wäre. Jetzt einen Daumen hoch und Leute, schreibt mir in die Kommentare, was sind das da für Früchte, Alter? Sehen auf jeden Fall sehr exotisch aus. Was meinst du? Granatapfel? Wächst das auf Bäumen? Ganz schwierig, hab ich irgendwie nie gesehen. Ganz, ganz wild auf hier. Wilde Früchte auf jeden Fall. Ja, da unten ist sogar einer. Boah, hier ist erstmal. Traut sich zu essen. Komm. Auf entspannt, gönn. Leute, bei 5000 Likes ist Calvin das. Ja, Mann. Knallt die Likes voll. Fahr ich extra zurück und komm hier hin und esse genau das. Ja, Mann. Okay. Und da sind diese Schaukeln und unser Ziel ist da diese Liege. Wir wollen da mal drauf. Wir sind da noch nie drauf gegangen. Genau. Wir sehen uns dort mit der GoPro. Ja. Okay, Calvin macht jetzt Backflip. Verkackt. Okay, Leute, unsere Mission steht. Let's go. Kann man hier überhaupt schaukeln, Alter? Nee,
ihr hier schaukelt, ihr seid einfach hier. Ja. Ich glaube, geht gar nicht, ne? Also, man muss hin, den nass zu werden. Das ist echt nur für ein Bild, Alter. Aber die Wellen schaukeln an. Ganz chillig. Okay. Auf Mission. Auf unsere Mission. Mal gucken, ob wir stehen können bis dahin. Ja, wir haben mal gespannt. Ich glaube schon. Bis jetzt schon. Wow. Boah, dann lass mal da hinten auf die Insel schwimmen, oder? Boah, ja, auf jeden Fall. Was sagst du? Ja, Mann. Vielleicht ist da ein Schatz oder so. Ey, warte. Ju! Ist da ein Hai? Ich sehe doch eine Haispitze. Oh mein Gott! Oh, schnell! Schnell, wir müssen hoch! Kelvin, der ist bei mir! Ey, mein Bein muss am Geh hoch, schnell! Ah, der ist hier! Na komm! Ja, geschafft! Leute, geschafft! Huch! Ah, jetzt haben wir uns doch ein Sonnenbad verdient, oder? Ey, Alter. Leute! Oh, auch entspannt. Da hinten ist unsere Yacht übrigens, ja, wenn man das überhaupt sieht hier auf der GoPro. Damit fahren wir dann zurück. Haben wir auch Grundstücke von dem Ozean. Damit besuchen wir ab und zu Deutschland und damit reisen wir gerade ein bisschen rum. Genau, weil wir gerade Freude daran haben, von hier aus zu arbeiten. Genau. Und wir reisen dann nach Deutschland mit der Yacht. Das ist der Lifestyle, Leute, ihr wisst. Hilfe, Leute, Hilfe! Wir sind hier Kanu fahren, Leute, mit Glaskanu. Hier sieht man, falls Fische und so sind. Leute, so weit sind wir gekommen vom Strand. Auf jeden Fall, hier ist unsere Crib. Die zeigen wir gleich nochmal. Roomtour kommt gleich. Leute, da hinten waren wir eben frühstücken. Einfach nur krass, wie das hier alles aussieht. Okay, wir sind da hinten am Struggeln. Sieht man den überhaupt hier auf der Kamera? Der kann nicht mehr, der drückt Schmerzen. Aber es geht echt hart auf die Schulter und auf den Rücken, Alter. Ich dachte, es wäre ein bisschen chilly-milly. So, suchen jetzt unsere Fahrräder. Müssen hier mitten durch den Dschungel laufen einfach. Ja, das Krasse ist, was hier heftig ist, meine Lieben. Ihr seid hier richtig im Dschungelfeeling. Ja, weil das Wetter ist, Leute, Mindesttemperatur, egal welche Uhrzeit, 28 Grad und so höchst 32. Und das im Schatten, egal wo, weil, naja, hier gibt es heute unsere erste Massage im Leben, professionell. Eine Stunde massieren lassen heute mal. Ich habe mich noch nie massieren lassen. Genau, weil hier das Wetter ist so krank. Egal ob 3 Uhr nachts, 4 Uhr morgens. Kannst du draußen 28, 30 Grad die ganze Zeit. Oberkörper frei. Kannst die ganze Zeit Oberkörper frei chillen oder im Tanktop oder sonst was. So richtig dieses Urlaubsfeeling. Ich liebe das. Auch wenn es ein bisschen luftfeuchtig so, auch wenn die Luftfeuchtigkeit ein bisschen hoch ist. Aber es ist einfach dieses Urlaubsfeeling. So. Man fühlt sich, als wäre gerade eine Decke um einen einfach. Ja, so. Und wenn man im Ozean ist, kommt immer noch die frische Luft. Das ist genau. Auch geil. Und das Wasser im Meer ist nicht kalt. Ja. Ich mag das gar nicht, wenn es so kalt ist. Alter. Da habe ich gar keinen Bock reinzugehen. Ja, wir genießen das hier richtig. Wir genießen das sehr. Wir inhalieren diesen Urlaub. Ja. Und tanken Energie auf. Leute, wir haben sie gefunden. Unsere Fahrräder. Ey, zu gut, dass sie Körper haben, ne? Ja, Mann. Der schwarze Sitz ist eigentlich Krise, weil wenn die Sonne drauf knallt, ist es richtig heiß. Leute, wenn, dann weißer Sitz, beste. Ja. Leute, das ist der Lifestyle hier everyday mit diesem Mini-Fahrrad. Naja, jetzt gibt's die Roomtour. Unser Raum müsste auch sauber gemacht sein, eigentlich. Können wir direkt original aufmachen? Ja, Mann. Unsere Hütte hier. Zack. So, reinstecken. Okay, erstmal schöne Wasserflaschen hier, stark. Aufgefüllt wieder. So, man kommt hier rein, Leute. Ganz entspannt. Hier ein Bett für Kelvin. Kelvins Bett. Das ist mein Bett. Ja, draußen gehen wir gleich hin. Hier, genau, Fernseher und so gibt es hier. Nochmal Wasser auf Nacken. Bam. Hier ist die, ja, so Badezimmerbereich, ne? Kosmetik, Badewanne, ein dicker Spiegel. Das Geile ist bei der Toilette, hier ist die Toilette, könnt ihr einfach die Ozeanbrise beim Haufen machen genießen. Und hier noch Fische beobachten, falls hier welche sind oder Haie. Richtig geil. Und das gleiche bei der Dusche auch einfach. Könnt ihr schön duschen hier. Und ja, jetzt gucken wir mal. Den eigentlich da, wo wir am meisten chillen, wenn wir hier sind. Einfach hier auf dieser fetten Terrasse. Wir haben die Liegen jetzt in Schatten getan, weil wir braun genug sind. Hier ein chilliger Pool. Hier chillen wir auch oft. Und hier direkt ein Steg ins Meer, Leute. Und hier ist noch so eine Liege einfach. Stark. Wir sind nicht so die Meertypen, weil wir echt Angst haben vor den ganzen Lebewesen und Haien und so. Krass, ich habe hier am Anfang einen Backflip gemacht
Und danach haben wir dann echt einen Hai. Ja, wir haben hier einen Hai schwimmen sehen. Also wir glauben, das war ein Hai. Das sah genauso, sogar zweimal. Und seitdem haben wir Angst, hier einfach so schwimmen zu gehen. Wir haben halt diese Schnorchelausrüstung. Schnorcheln kann man hier easy, aber da haben wir auch ein bisschen, irgendwie ein bisschen Schiss so. Haben auch schon den einen oder anderen Fisch beobachtet, auch verschiedene Fische. Echt crazy. Selbst wenn die vegetarisch sind oder sonst was, aber wenn die was machen oder die giftig sind, Alter, gar keinen Bock auf diesen Struggle. Ja, deswegen, wir brauchen immer, also wenn wir Urlaub buchen, also immer eigenen Pool. Ganz wichtig, eigenen Pool. Weil da chillen wir eigentlich am meisten so. Auf jeden Fall, das ist immer sehr wichtig. Ja, Mann, Leute, wie findet ihr die Crib? Also echt entspannt, hier kann man echt chillen. Ja, Leute, wir waren eben hier vorne mit dem Boot übrigens. Ja. Hier waren wir, habt ihr das ja auch eben schon von der Position gesehen. Ja, Mann. Das Krasse ist, es sind hier alle Hütten gefühlt leer. Ja, aber Mann. Wir sind hier fast alleine, Alter. Das ist wie eine Privatinsel. Das ist wie eine Privatinsel, wirklich. Also auch bis jetzt unser krassester Urlaub, muss man sagen. Ja, war der heftigste, ist der heftigste Urlaub. Echt 10 von 10, der krasseste Urlaub, den wir je gemacht haben. Also hier war jedes Detail krass. Zum Entspannen perfekt. Komm, Leute, wer jetzt zuerst einfach mit dem Kopf ins Wasser taucht, okay, der hat verloren. Der hat verloren. Guck mal, wer stärker ist und kräftiger ist! Leute, ich bin der King! Ich bin und bleib der King! Leute, nach dem Urlaub, ob die mir es glaubt oder nicht, ich werde so hart durchziehen. Ich bin jetzt gerade in so einer Drecksform, aber nach dem Urlaub, wie Roboter. Ey Leute, ihr werdet mich nicht wiedererkennen, Leute. Wirklich, wir haben, einen krassen Plan erstellt. Ja. Das haben wir noch nie gemacht. Ist so. 3 Monate, einen krassen Plan ziehe ich durch. Ja. Mal gucken, wie ich danach aussehe, Leute. Bin echt gespannt, aber ich ziehe den 100% durch. Ich bin so motiviert. Also, du wirst echt die krasse Transformation hinlegen. Ja. Das Ding ist, ich bin vielleicht noch ein bisschen... Du bist ja eh gut in Form. Dann bist du aber noch besser in Form. Genau, also, aber ich bin trotzdem halt dünn geworden. Ich werde halt schnell dünn, wenn ich trainiere und scheiße fresse. Und ja, Muskel ein bisschen schlaff. Ja. Aber so athletisch sieht man auch schon noch aus. Aber ja, wir ziehen hart, hardcore durch zu Hause wieder wie Roboter. 100%. 100%. So Leute, schön gespeist, bisschen gechillt. Jetzt wird sich die Massage gegönnt. Oh ja, mal gucken, wie die sein wird. Ja, mal gucken, ob wir drin filmen oder nicht. Jetzt geht es erstmal auf unsere Fahrräder. Welche waren jetzt unsere? Das, Frage, das hier, das Struggle, Alter. Boah, das ist schwierig, weil ich hab meins, glaube ich. Ich hatte weiß und schwarz. Das ist meins, safe. Okay, dann war das hier, glaube ich, meins. Leute, es wird ernst. Wie fühlst du dich? Schon sehr entspannt. Wir haben ja so einen Spannungsschlappen bekommen. Ja, extra Schlappens. Also hier ist auch so ein Duft, ne? Der ist auch schon sehr entspannt. Leute, für die Verdauung einen kleinen Drink und ein nasses T-Shirt. Lass mal das Stirnlein. Oh, mit Duft zu gehen. Boah, ist kalt. Das ist voll geil. Boah, das tut jetzt gut. Boah, das tut so gut. Mach mal dran. Leute, traditionell aus diesem Krug. Locker Abfüllmittel drin. Boah, ich will jetzt mal abschneiden. wie so ein Hagebuttentee, kalt. Ja. Leute, hört diese Musik. Massage-Time. Wird jetzt so geil. Richtig gut durchgeknetet worden, ey. So Leute, wir sind gerade gepflegt vom Durchkneten zurück von der Massage. Richtig gut durchgeknetet worden. Also richtig intensiv war das auch. Und ich denke mal, wir werden uns in Deutschland auch einen krassen Thai-Salon oder so suchen, wo wir richtig krass. Vor allem, wenn man trainiert, die ganzen Muskeln verkrampfen und so. Und da tut das unnormal gut, einfach mal massieren zu lassen. Und man wird nicht jünger, aber es ist immer schön, sich verwirrt. Ich glaube, das ist jetzt wie eine Sucht, Alter. Ja. Ohne Witz. Minimum einmal im Monat. Salon und werden uns mal gucken, wie regelmäßig wir das machen. Also wir sind auf jeden Fall mit dem Geschmack gekommen. Also das erste Mal so intensiv. Ja, wir sind spät dran zum Abendessen. Ist jetzt Abendessen direkt. Ein paar Minuten, wir müssen direkt rüber. Bis gleich. Nice. Nice, good. Hoppa. Stark. 1-1. Proteine, Leute, ihr wisst, Fitness wichtig. Benzin bisher. Voll geil, hier so frisch. Leute, wir sind richtig satt. Obwohl es eigentlich nicht mehr viel war, aber. Ja, es war echt. Platz auf. Ich glaube, wir haben echt einen kleineren Magen bekommen wegen der Wärme, generell dem Klima. Ich bin gar kein Vielfraß irgendwie. Eher so auf Genuss, ne? Ja, die Tage wird nochmal ordentlich gegönnt. Ja, also natürlich beim Frühstück, ne, die Pfannkuchen. Boah, Schnitt, okay, da haben wir hart reingehauen. Werden sich mies reingebombt. Und zu Hause geht es dann wieder richtig rund. Ihr wisst Bescheid. Wie ein Roboter, immer durchziehen. In 3 Monaten, Leute. Ja.
So Leute, das war unser Tag hier auf den Malediven. Ja Mann, war ein wilder Tag. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Leute, wir gehen jetzt erstmal gleich schön wegpennen. Ja Mann, frisch machen sind wir vom Tag. Nochmal duschen oder so. Ja Mann, fresh machen. Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!